Und ein weiterer spannender Gesprächspartner, Christoph Strasser. Ich als Sportinteressierter habe mich wahnsinnig gefreut, dass er am CEO-Kongress West in Telfs ist. Ich fahre auch gern Rad. Er fährt das auch, hat das sehr perfektioniert. Es war sehr, sehr beeindruckend, lieber Christoph, dein Vortrag. Vor allem, was ich mitgenommen habe, diese kleinen Schritte zu gehen bei der Zielsetzung. Und das wäre meine erste Frage an dich. Was kannst du uns, ja, die in der Wirtschaft stecken, die in diesen disruptiven Zeiten sehr viele persönliche Herausforderungen haben, was wären so deine drei Key Takeaways, die du uns mitgeben möchtest, die uns weiterhelfen, auch unsere Herausforderungen zu meistern? Also ich denke mal, eine Parallele ist, dass es so jetzt Ziele gibt, die funktionieren und Ziele gibt, die quasi nur dann funktionieren, wenn von außen keine Störfaktoren kommen. Wenn ich jetzt da beim Radlrennen sage, ich möchte unbedingt in dieser Zeit das Ziel erreichen und ich habe schlechtes Wetter und ich habe vielleicht andere Probleme, Pannen oder was auch immer, das ich nicht vermeiden kann, dann werde ich die Zeit nicht erreichen. Das heißt, ich habe zum Beispiel mein Ziel immer so formuliert, dass ich sage, egal welche Zeit auf der Ziellinie dann dort steht und egal wie gut die anderen unterwegs sind, ich möchte zu mir selber sagen können, rückblickend, wenn ich im Ziel bin, habe ich mein Bestes gegeben in jedem Moment. Und das ist dann unabhängig von äußeren Faktoren. Mhm. Das finde ich eigentlich eine sehr gute Zieldefinition. Mhm. Für den persönlichen Aspekt, mich hat sehr gefallen zum Schluss, dein Abschluss, was persönlichen Erfolg und Erfolg, um Großes umzusetzen, vor allem wie es in der Wirtschaft passiert, bei Projekten, die drei wichtigsten Faktoren sind. Ich habe mitgenommen das Team, ich habe mitgenommen die mentale Komponente und die körperliche Komponente. Wenn du uns nur kurz einen Einblick gibst, was war der compelling Event, dass du auf diese drei Bereiche gekommen bist? Ich glaube, ich kann für alle drei Faktoren ein kurzes Beispiel geben, mhm, wo man sieht, warum das eben gerade so wichtig ist. Psyche ist, glaube ich, offensichtlich. Die, mhm. Viele Leute glauben, das spielt sich alles nur im Kopf ab. Mhm. Das stimmt halt nicht, weil mein Trainer hat es einmal so schön gesagt, im Kopf entscheidet sich, ob du weitermachst und warum du das Ganze machst und ob du dran bleibst und durchhaltest, aber die körperliche Fitness entscheidet, wie schnell du das machen mhm. kannst. Und wenn wir jetzt unterwegs einmal wirklich Probleme gehabt haben und auch mein Team hat mich aufbauen können, körperlich und mental, da sieht man einfach, dass die drei eigentlich wirklich so miteinander verbunden sind, man kann es einzeln gar nicht betrachten. Und zum Beispiel rein das Körperliche war beim 1000 Kilometer Weltrekord in 24 Stunden, ich habe 275 Watt Durchschnittsleistung treten. Und das ist etwas, das muss körperlich funktionieren, da muss die Ernährung passen, der Trainingszustand, die Sauerstoffaufnahme, die Fettverbrennungsrate. Und das kann ich nicht mit einer starken Psyche verbessern. Wenn mein Körper nur 250 Watt leisten kann, kann ich 25 Watt nicht mir mental herholen. Mhm. Das muss körperlich kommen. Mhm. Und die Psyche ist dafür verantwortlich, dass du im richtigen Moment das Potenzial ausschöpfst und nicht nervös bist oder irgendwie das Handtuch wirfst. Mhm. Okay, last but not least, die letzte Frage. Wir sind kurz vorm Jahreswechsel. Weihnachten steht vor der Tür, die Stimmung haben wir ja schon. Was wünschst du dir für nächstes Jahr? Eine gute Frage. Ich bin gerade noch dabei, mir meine Ziele fürs nächste Jahr zu überlegen. Ich habe beim Race Across America viel erreicht, ich habe 24-Stunden-Rekord auf 1000 Kilometer verbessert. Ich habe jetzt letztes Jahr mein erstes Unsupported-Rennen ohne Betreuung gut geschafft und mein Ziel für nächstes Jahr habe ich noch erst so halb okay. im Kopf. Ich habe noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten. Okay. Und ich denke mir, es ist immer gut, sich das gut zu überlegen, was man in Angriff nimmt. Mhm. Und nicht im Nachhinein mehr zu viel drüber nachdenken. Mhm. Weil wenn ich jetzt spontan mich für ein Ziel entscheide und dann unterwegs merke ich, warum mache ich das eigentlich? Fühle ich das wirklich? Und dann wird es im Kopf richtig schwer. Mhm. Deswegen ist mein Zugang eher, überlegen wir es vorher ganz gut. Mhm. Und wenn ich es dann mache, mache ich es einfach auch nicht drüber nachzudenken. Lieber Christoph, vielen Dank. Also sich vorher gut zu überlegen, was man tun möchte und was ich interessant finde, es sich nicht im Kopf schwer zu machen bei der Umsetzung. In diesem Sinne gebe ich zurück aus Telfs und wünsche euch allen auch eine schöne Zeit, eine schöne, ruhige, vorweihnachtliche Zeit und gebe zurück ins Studio. Alles Gute. Danke, Christoph. Hat mich sehr gefreut. Ja, war wirklich sehr lustig.